Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr von einem HP-Computer den Lüfter auswechselt oder reinigt. Zuerst entfernt ihr die Batterie. Der zweite Schritt ist es, diese Schraube hier zu lösen. Dann kommen hier diese Schraube und diese Schraube kommt zum Vorschein. Hier seht ihr eine Abbildung von einem Keyboard. Nun löst ihr diese beiden Schrauben. Wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr den Computer um und öffnet ihn. So. Jetzt seht ihr hier, hier, hier und hier ein Häppchen. Diese könnt ihr mit einem Schrauberzieher leicht oder auch mit dem Finger leicht nach hinten schieben. Nun könnt ihr die Tastatur so anheben. Dann die Tastatur so hinlegen. Nun kommt hier der Filter zum Vorschein. Dann löst ihr diese und diese Schraube. Wenn ihr das gemacht habt, hebt ihr den Filter an und löst hier das Ding. So, nun könnt ihr den Filter reinigen oder auswechseln, wenn er defekt ist. Wenn ihr das gemacht habt, ich habe es schon gemacht, steckt ihr das wieder hier rein. Filter rein. Wieder zuschrauben. So. Es ist wichtig, dass die Schrauben gut sitzen. So. Reinschieben. Könnt ihr ganz einfach wieder die Stecker reinstecken, wieder umdrehen, die beiden Schrauben befestigen. Den Deckel drauf und so schrauben. Und der erste Schritt ist es natürlich wieder die Batterie reinzuschieben. So. Nun läuft euer Computer wieder einwandfrei. Vielen Dank fürs Zuschauen.